Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News. Ich versuch's jetzt nochmal, aber irgendwie funktioniert gerade die YouTube-Seite nicht. Krieg hier die ganze Zeit irgendwelche Internal Server Errors 500er. Ist alles ein bisschen arg merkwürdig. Merkwürdig. Das heißt, ich kann heute keine Kommentare einblenden. Ich sehe sie nicht mal. Aber warte mal, vielleicht kann ich sie doch sehen. Okay, komme ich da drauf? Da komme ich drauf. Okay. Also ich kann sie leider nicht einblenden, weil irgendwie habe ich hier. Was stimmt mit der YouTube-Seite gerade nicht? Also erstmal vielen Dank an Sir Matt Clash Royale. Hast mehr Abos verdient. Nices Video. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. So, dann. Die sture Katze war in Rom. Oh, die Glocken von Rom. Ja, Rom ist mit Sicherheit eine sehr schöne Stadt. War ich selbst noch nicht gewesen. War mal in Neapel. Aber in Rom war ich noch nicht. Ich hoffe, da hat's eine schöne Zeit dort. So, dann würde ich sagen, sorry, wie gesagt, ich kann sie nicht einblenden gerade. Gucken wir mal rein. Ich hoffe, dass ich die Videos überhaupt hochladen kann jetzt. Wäre ziemlich doof, wenn nicht, weil das geht nämlich auch irgendwie gerade nicht. Also, Fortnite Daily Shop Video konnte ich vorhin auch nicht hochladen. Ja gut, gucken wir mal, vielleicht. So, oh, hier. Hier haben wir jetzt einen Bob. In Mythic, in der Mamas Geheimnisschatulle. Dann gehen wir mal in den Shop rein. Gucken wir mal hier. Nach wie vor Mythic Peggy Pack mit Cupido Bobby, Philip J. Fry, Buch der Zaubersprüche und dem Hexenkostüm. Eine relativ nice Box. Hier ist immer noch die Postal Boris, Borax Box mit Postal Lois, Borax Kid, Buch der Zaubersprüche, Hexenkostüm, Luan Blätter und Lois Griffin. Hier für die Leute, die schon ein bisschen länger am Start sind, auch eine relativ coole Box. Auch wieder mit Kostümkarten. Spray on Army Fry, Questronaut-Kostüm, Doink, Stan mit Gruselmaske, Philip J. Fry und Bobby. Natürlich Philip J. Fry und Bobby. Absolute Highlights als Charakterkarten. Der legendäre Philip J. Fry ist jetzt raus. Okay. So, ja, dann wären wir schon soweit. Dann geht's rein in die Meisterschaft und hier haben wir aktuell, ja, Sexed Teacher. So, und Sexed Teacher ist diese Combo hier mit einer Peggy. So, gehen wir mal jetzt hier rein. Da ist es. Mit, zum Beispiel hier, mit einem Neil Goodman oder mit der Stuffing Academy. Ist natürlich relativ nice, sage ich mal. Gerade hier mit der Mythic zum Beispiel. Du hast relativ viel Cripple All und kommst auch durch die meisten Mauern durch. Mit 29 durchbrechen hier, durchstoßen. Student Lucky, Dr. Cahill, Principal Shepard, Mr. Front, Professor Baxter. Also ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Combo, definitiv. Hier mit Mrs. Labonte sogar 30-fach durchstoßen. 9-fach Cripple All. Also auf jeden Fall eine geile Combo. Ist zwar auch ein bisschen defensiv, aber manchmal muss das eben auch mal sein. So, aber 500 Gems würde ich trotzdem nicht dafür ausgeben. So. Dann haben wir hier den Spacewalk und der Spacewalk ist das Ding hier. Gucken wir mal da rein. Ja, das ist einmal ein Peter mit Flugkarten. Mit Rogers Spaceship, Planet Express Schiff und Aircraft. Juhu! Also der letzte Rotz für 500 Gems. Uninteressant.
So, dann kommen wir zum Sensei Ryan. So, eine Sensei Ryan ist eine Roger-Combo. Wer hätte es gedacht? Kann man ja gar nicht erkennen, dass das ein Roger ist. So, einmal mit dem Roger und dann mit Fighter-Karten. Hier zum Beispiel mit Capoeira. No Mercy Dojo. Haktorianisches Kung Fu. Und er ist schon nicht schlecht, ne? Also ich meine, wenn alle Karten mal hier einen Push bekommen von 6 für einen Angriff, dann hast du Motivieren noch zur Seite. 7, 8. Der ist schon nicht schlecht. Ich spiele gerne den Roger, definitiv. Ist jetzt aber nicht unbedingt die Combo, die ich beim Roger bevorzuge. Die kommt erst in ein paar Tagen. Die Combo, die ich mich schon sehr, sehr freue. Ja. Also der Sensei Ryan. Ich spare mir da die 1000 Steine dafür, obwohl ich ein absoluter Roger-Fan bin. Also inzwischen zumindest. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier Chest Harpoon. Ja, inzwischen gibt es ja den legendären Hermes. Oh, ein legendärer Hermes. Das ist er nicht? Das ist er. So, dann gucken wir mal. Hermes Conrad mit Pentry Guns. Ja. Also. Die Combo könnt ihr euch sparen. Braucht kein Mensch. Wer braucht den Hermes? So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Combo. Das ist hier Chris Painting. Und Chris Painting ist diese jene hier. Mit einem Chris. Chris Griffin. Und Kunstkarten. Hier zum Beispiel mit Zeb Brannigan Portrait, da oben mit Reflections, mit dem Sad Clown zum Beispiel, mit Holographic Washington. Ja, ist halt auch eine sehr defensive Combo, Mr. Twilly. Aber ist halt geil, du hast halt Leech, ne, und hast Hijack. Also damit kannst du einige Karten, die Craze-Funktion haben, down bekommen. Ghost Boy ist auf jeden Fall nice, wenn man einen Chris Griffin hat und Kunstkarten im Deck. Chris Painting ist echt eine coole Combo. Und dafür kann man mal 1000 Steinchen ausgeben, wenn man den im Deck hat. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Sharp News mit mir, dem Mann gleich. Jetzt sag mal, welcher gefällt euch denn besser? Also, welcher Panda? Der Red Panda, der schwarze Red Panda hier. Oder der normale Panda. Ja, haut's einfach mal raus. Ich bin mal gespannt. So, also wenn, wie gesagt, macht's gut, bis dann und tschüss.